herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben im letzten Spiel unser zweites Spiel in der UEFA Europa League gewonnen. Im berühmten Niedersachsenstadion. Stand da wirklich. Wenn ihr es nicht glaubt, guckt gerne die letzte Folge nochmal. Da steht das Tatsache, Niedersachsenstadion. Hier vorne jetzt, wo hier Bundesliga Europa Park Stadion steht, Freiburg-Hannover, ne? 6 Punkte, 12 Punkte. Da stand tatsächlich Heidens von Heiden Arena. Aber dann in der richtigen Aufstellung stand Niedersachsenstadion. Der Wahnsinn. Freut mich wirklich. Ich weiß nicht warum, ob das bewusst ist oder Fehler ist. Oder ob das nur auftritt, wenn man in Europa spielt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand dann da Niedersachsenstadion. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat das auch in echt mit den Sponsoren irgendwie zu tun, aber ich kenne das eigentlich nur so, wenn Nationalmannschaften spielen. Dann, oder so Turniere sind, dann heißt das Stadion nicht mehr so. Das weiß ich noch, dass das so manchmal ist, aber okay. Ja. Wir machen jetzt weiter gegen Freiburg. Ich wollte noch sagen, in der einen Folge, die kam ein bisschen verspätet, da war ein Bug drin. Ich habe die Folge hochgeladen und bei YouTube stand die ganze Zeit: Folge wird gleich verarbeitet, obwohl sie schon längst durch war. Ich konnte schon im 4K gucken, ich konnte schon alles machen. Also jetzt ich selber, ne? Aber er hat sie nicht freigeschaltet. Und dadurch, dass die ganze Zeit da stand, Folge wird verarbeitet, konnte ich sie nicht freischalten. Das war das Problem. Das wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon sagen, aber ich habe es dann verschwitzt, ist mir zum Schluss eingefallen. Aber da wollte ich es nicht noch reinquetschen. Deshalb habe ich es jetzt gesagt. Das war einfach der Fehler. Ich entschuldige mich natürlich dafür, ne? Eigentlich bin ich da immer sehr, sehr zuverlässig. Wenn ich sage, die Folge kommt auch, dann kommt sie. Außer es ist wirklich schwerwiegend irgendwas und ich weiß nicht, was genau los ist. So. Wir gucken mal kurz nach dem Trainingsplan. Ja, der wird fit. Der nicht. Da sollten wir vielleicht einen drauflegen. Oder halt wechseln. Der kann so bleiben. Dorsch sollten wir vielleicht auch noch einen drauflegen. Dass er wenigstens einigermaßen fit ist. Für Rese reicht es. Ah, da müssen wir vielleicht auch nochmal. Da können wir auch nochmal wechseln. Oh, Stanisic. Da reicht nicht mal starker Fokus auf Energie. Da machen wir bei ihnen ausgeglichen, weil wir den sowieso tauschen müssen. Ja. Gut. Wir machen weiter. Haben nur 2 Tage frei. Für das Nationalteam abgesetzte Spieler. Stanisic Kroatien und Maximilian Bayer für Deutschland. Dass sich Brooklyn sich gut entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass er ein guter wird. So, dann können wir. Oh, so schlimm ist es noch gar nicht. Stanisic würde ich vielleicht tauschen gegen Moroja. Eze müsste noch nicht anfangen, aber MB würde ich vielleicht reinpacken für Kotschap. Ich glaube, die anderen könnten so bleiben. Stanisic lassen wir mal draußen. Wobei, der wird auch irgendwann meckern, weil er nur alle 2 Spiele spielt. Aber es geht halt nicht anders. Er macht es ja selber durch seine Energie so, denn sein Energielevel ist nicht so gut. Aber ich glaube, so können wir ruhig antreten. Aktuell. Freiburg, da ist Streich wahrscheinlich immer noch Trainer. Also ich meine jetzt hier im Spiel, ne? Warum auch nicht, finde ich gut. Vorbericht. Sie spielen in einem 4-2-3-1 breit. Sie spielen mit Schmid, Lienhardt, Kübler und Günther in der Abwehr. Höfler und Egestein machen die Doppel-6. Doan und Grifo die Außen. Marquez und Kuna die Offensive. Boah. Louis Deiss, Gregoritsch, Kien, Schlotterbeck, Atubolu, Siquet und Adamu machen die Bank fresh. Sie haben ein Flügelspielsystem. Sie haben die letzten 5 Spiele 2 verloren, 1 unentschieden, Sieg unentschieden. Ja, mal sehen, was gegen uns da wieder bei rauskommt. Wir machen wieder unsere geliebte Übung hier. Und dann sehen wir gleich, was da in der Partie bei rumkommen wird. Zack. Bis jetzt läuft es ja gar nicht schlecht. Ne? Wir sind in allen Wettbewerben noch gut vertreten. Gut vertreten meine ich jetzt mit in der Bundesliga. Ne? Da sind wir
oben in der Tabellenhälfte dabei. In der Europa League sind wir Erster. Ui, aber abseits. In der Europa League sind wir aktuell auf dem ersten Platz, haben 3 Punkte Vorsprung. Schönes Ding. Im DFB-Pokal haben wir uns auch durchgesetzt, sind in der nächsten Runde. Ja, aber man soll ja auch den Abend nicht vor den Tag loben. Nee, andersrum, ne? Man soll den Tag nicht vor den Abend loben, so rum. Da wollte ich mal klug scheißen und hab voll verkackt. So, den nehmen wir an, bupp. Und verkacken. Dann machen wir es nochmal. Platsch. Klatsch. Oh, 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 oh. Oh, komm, den kriegst du wenigstens noch. 1000 Punkte. Oh. Hätte er den noch gekriegt, hätte er noch schön 1000 Punkte gekriegt. Wir können das nochmal machen. Schon wieder hier alles abseits und... Schönes Ding. Schönes Ding. So geht das gut. Dann klappt's auch mit den Punkten. Schönes Ding. It's over 9000. Abseits. So eine Kacke. Schön. Schön, Köln. Der ist ja leider nicht mehr da. Mehr davon. Oh, Darm, Junge. Damen, ne? Nicht Darm, wie der Darm, sondern Damen. Oh, ein Pfosten. Egal, reicht trotzdem. Da stürzen sie noch hin, wie die Tiere. Wir machen noch weiter. Gehen zur Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Können Sie jegliche Nachlässigkeit Ihres Teams verhindern? Solche Spiele sind nie leicht. Vielleicht sind wir nachlässig. Es ist egal, wie Freiburg steht, wo Freiburg steht. Solche Spiele sind nie leicht. Gegen Rapid Wien war es am Ende sehr knapp. Wie geht Ihre Mannschaft daher in das Spiel gegen Freiburg? Wie schätzen Ihre Spieler das? Oh, das irritiert keineswegs. Unsere Taktik hat sich bewährt. Das irritiert keineswegs. Ne, geht professionell damit um. Gibt es hier neue Sprüche oder was? Aktuell sind sie richtig gut drauf. Zuletzt haben sie tolle Leistungen gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. So. Schon fast ein Legendenspiel gegen die Legende Streich. So, wir spielen in unserem 4-2-3-1-System. Ne, das ist ja nicht unbekannt. Wir spielen im Europaparkstadion am 12. Oktober 2025 um 15.30 Uhr. Schiedsrichter ist Baran Kakaogül. Ultimativ 5 Minuten, das ist bewölkt. Da gehen wir direkt rein. Beide Mannschaften wollen heute glänzen, wollen auftrumpfen, wollen dieses Duell für sich entscheiden. Es zählt nur der Sieg und die Stimmung im Stadion, die passt zu diesem Spiel. Die ist jetzt schon sensationell. Gleich kann es losgehen. Bleiben Sie dran. Die Musik war ja vorher auch nicht da, ne? Hier im Stadion und so. Wird es klappen? Gleich erfahren wir es. Wir sind live. Da war es ja immer sehr still. Das hat so ein bisschen genervt. Oh, da war der Streich. Sieht ganz anders aus, der Jute. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen auch heute natürlich wieder Wolfuß. Aber er hat sein Team wieder super eingestellt, merke ich schon direkt. Um ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Hannover 96. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel heute. Ein tolles Duell. Ich bin gespannt, ob beide alles machen. Oh, das darf wieder nicht wahr sein. Junge, 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 da kannst du wieder hinlaufen, wo du willst, wie du willst, was du willst, wann du willst. Die kommen da einfach wieder durch. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Neumann. Kunze. Niklas Dorsch. So, schön. Defensive ist gut organisiert, da kommt sie
Geh doch weiter. Van de Beek, er bleibt stehen. Wenn er weitergeht, flanke ich ihn in den Halbraum. Und er kann den rein schmettern. Irgendwas stimmt in unserem Team hier schon wieder nicht. Was ist denn los schon wieder? Hä? Wir geben ab ins Studio. Es gibt ein Tor im Spiel des VfB Stuttgart. Wir haben hier das erste Tor für den VfB Stuttgart. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 13 Minuten. Glück für das Update. Schön. Eckball jetzt. MB. In den Strafraum. Gefahr bereinigt. Keine Chance. Jetzt ist er vorbei. Gutes Technik. Wieder keine Chance. Na klar. Ganz allein ist der da durch. Natürlich. Oh Mann. Da ist es wieder. Das Momentum. Guck mal, was ist das für ein Pass? Neumann. Niklas Dorsch. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Keiner will in der Spitze laufen. Oh Mann. Den Ball abgefangen. Schön vorbeigekommen. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Junge, 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 ich kann hier schon wieder machen, was ich will. Das ist doch schon wieder zum Heulen. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Packung. Borussia-Park, nämlich ein Tor. Wir gehen kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Neuer Spielstand damit 1:0. 29 Minuten sind gespielt. Interessante Info. Dankeschön dafür. Paul. Der Befreiungsschlag. Niklas Dorsch. Vincenzo Grifo. Viel Übersicht bei diesem Pass. Klasse Parade. So. Hätte mich wieder nicht gewundert, wenn es dafür wieder Elfmeter gibt. In der Mitte will auch keiner wieder mitspielen. Schon wieder zum Kotzen hier, dieses Spiel. Grifo. Egelstein. Rezidor. Warten wir das mal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Ich kann nichts machen. Guck mal. Ich kann machen, was ich will. Dieses Spiel ist einfach verflucht. Ehrlich. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte. Guck dir das an. Mann, Mann, Mann. Maximilian Eggestein. So macht's einfach keinen Spaß. Wirklich nicht. Wie gesagt, ich sag's tausendmal, ne? Wenn ich hier verliere, weil die Gegner auch richtig, richtig gut spielen, das machen, dann habe ich da gar kein Problem mit. Aber wenn das Spiel das immer so programmiert, so linear, sage ich jetzt einfach mal,
dass ich wirklich meine Kreistaste vergewaltigen kann, aber keiner von meinen Spielern macht was. Oder auch hier, sie bewegen sich einfach nicht. Dann weiß ich nicht. Habe ich damit echt Probleme. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Er hält aber noch ist die Chance nicht vorbei. Guck dir das an. Da kommt der Ball gewinnen. Richtig, er holt den Ball. Ich gewinne das noch. Jawohl, genau so. Spiel nicht darüber zum Meiner, der da neben dir steht. Schmidt. Kübler. Zieht gut zurück. Er geht dazwischen. Ach Mensch. Guck mal, Köln bleibt einfach stehen. Alter, da kommt auch wieder nix an. Oh mein. Junge, Junge, Junge. Aber egal, gegen Streich kann man das mal machen. Streich ist ein ganz, ganz toffer Typ, finde ich. Also jetzt natürlich nicht persönlich, ne? Da kenne ich ihn nicht. Aber so den Eindruck, den er macht, da finde ich jetzt einmal sehr, sehr bodenständig. Das ist Vincenzo Grifo. Tor. Haarscharf daneben. Hätte ich meinen Arsch drauf verwettet. So, dann wechseln wir jetzt einfach mal hier fröhlich durch. So. Ist ja eh egal, geht eh nur noch um die Wurst. Die abgelaufene Wurst. Minus 1? Seine Bissigkeit ist weg. Warum aber? Liegt vielleicht auch daran, ne? Weiß ich nicht. Es gibt einen Wechsel. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Schön. Herausragend. Was ist das? Das ist Matheus Cunha. Jawohl, na klar. Was gibt er hier? Warum schießt er den nämlich? Achso, er konnte den nicht mehr nehmen. Er steht. Nee, ey. Borussia Park, es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Wolfsburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 69 Minuten. Danke für das Update. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Alter. Am Ball mit Vincenzo Grifo. Zieht nach innen. Na klar. Schirmt den Ball da richtig gut ab. Lienhardt. Matteo. Jo. Oh Gott, ist das schlecht. EA, schämt euch dafür wirklich. Es tut sich was. Hey Mann. Nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für den VfL Wolfsburg. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 78 Minuten. Alter, hör doch auf jetzt. Wirklich jetzt. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Meine Fräse. Kunze. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Spielt die
dieser Steinpassung. Da verlieren sie den Ball. Nichts klappt. Pfeif bloß ab, die Scheiße. Egestein. Matthäus Kunja. Oh. Guck mal, alles bleibt bei denen. Das war eng, aber er hat ihn. Kunze. Neumann. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. So, okay, ja, Gott sei Dank ist die Scheiße zu Ende hier. Oh Mann. Da habe ich auch keinen Bock mehr wirklich zu reden in der Folge. Dann nicht, wie gesagt, es geht mir gar nicht darum zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht mir um die Art und Weise, ne, dass dieses Spiel das einfach so durchzieht, so linear, so einfach dich zwingt zu verlieren. Darum geht es mir. Das wird der ein oder andere von euch mit Sicherheit auch haben. In seiner Karriere oder wie auch immer. Nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Es wird auch wieder besser. Was heute schief gelaufen? Wir haben uns nicht an unseren Plan gehalten, bin ich sicher. Wie lautet der Kommentar zur heutigen Niederlage? Wir werden lernen, das war eine Überraschung. Wir müssen nach vorne schauen. Wir werden lernen. Genau, wir werden lernen, das Spiel einfach abzubrechen, wenn das Momentum da ist. Okay. Schlägt Rivalen Leipzig. Oh, Bayern will jetzt wieder Meister werden. Um einen Punkt Vorsprung. Wir hängen jetzt aber auch noch nicht so tief irgendwie in der Scheiße, ne? Wir sind da schon wieder gut oben mit bei eigentlich. Sind jetzt auch nur 5 Punkte hinter Bayern oder halt 4 hinter Union Berlin, das ist der zweite Platz. Nur 3 hinterm dritten, also nach 7 Spielen, denke ich, kann sich das so sehen lassen. So, okay. Mund abputzen, ne? Weiter geht's. War eine scheiß Folge. Also ein scheiß Spiel auf jeden Fall, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich habe keine Ahnung, wie ihr damit umgeht, wenn das bei euch im Spiel auftritt, aber ich kann nichts dagegen tun. Es funktioniert einfach gar nichts dann. So, gut. Okay, Freunde, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir was da lasst und wenn du morgen wieder mit dabei bist. Ja, was soll ich sagen? Ciao, ciao.